Stier, herzlich willkommen zu deiner Legung. Du und dein Mensch, eine Liebeslegung heute. Du kannst diese Legung von jeder Perspektive angucken, wie du möchtest. Und die Karten sind vorgemischt auch. Die Karten sind nämlich sehr schwer zu mischen. Aber ich glaube, für diese neue Runde sind das genau die richtigen Karten. Wir widmen uns Stufe 2. Stier Kollektivfrequenz, lies die Infobox durch. Und schau dir Everyday an. Okay. Du und dein Mensch. Du und dein Mensch. Hast du bereits das Glück gehabt, deinen Menschen zu treffen? Sechs Stäbe, ja. Okay. Stier, Kollektivfrequenz. Wie gesagt, Infobox durchlesen, in Zeitlosigkeit. Was ist jetzt für dich? Okay. So, du, 5 Münzen. Oh. 6 Stäbe, da ist es wieder. Aha. Und die 4 Münzen. Oh. 9 Münzen generell. Aha. Aha. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. Dein Mensch, 5 Schwerter, 9 Münzen. Ja, 4 Stäbe. Wow. Okay. Geteilte Energie, Bube der Kelche. Der Narr. Der Teufel. Okay. Im Überblick 4 Kelche. Oh. 4, 4, 4. Okay. Stier. Stier Kollektivfrequenz. Stier für dich. Ich sehe es schon mal. Jetzt. Hier eine starke Verbindung, in der du bist. Du bist in einer sehr, sehr starken Verbindung. Und das weißt du auch, das wisst ihr beide. Und wir fangen direkt an zu klären. Wir fangen direkt an zu klären. Die Überblickskarte, die 4 Kelche. Okay. 4 Kelche. 4 Kelche im Überblick für dich und deinen Menschen. Hier ist ein. Man weiß genau, was man möchte. Und ich glaube, man weiß noch nicht richtig, wie man dahin kommt. Ihr scheint beide ein klares Ziel vor Augen zu haben. Und ihr seid offen und optimistisch gestimmt, den Weg zu beschreiten und den Weg zu gehen. Die Energie, die war, aus der ihr beide kommt, ist angespannt und sehr, sehr geladen. Und das ist viel Veränderung, die ihr durchgemacht habt und vieles, was ihr auch, glaube ich, in der Vergangenheit gelernt habt.
Die Richtung, in die ihr euch bewegt, ist einer Sache richtig ins Auge zu blicken und sich mit etwas richtig auseinanderzusetzen und entschlossen eine Lösung zu finden. Man möchte hier neue Harmonie schaffen und neue Balance finden, ein neues Gleichgewicht herstellen. Im Überblick die vier Kelche. Stabilität und Sicherheit und Schutz sind gerade die oberste Priorität. Vielleicht den Schutz, den ihr einander geben könnt, neu sehen, neu wahrnehmen. Oder für manche auch aus dem Stierkollektiv das Herz auf eine neue Art schützen. Oder etwas Neues erkennen, was frei aus dem Herzen fließen möchte. Was sind hier also die vier Kelche für dich? Vier Kelche für Stier. Vier Kelche für Stier, bitte. Vier Kelche für Stier. Vier Kelche für Stier. Vier Kelche jetzt für Stier. Okay. Was zeigen die vier Kelche für dich und deinen Menschen? Die sechs Schwerter, der König der Stäbe und die 10 Münzen. Okay. Okay. Ihr scheint irgendein Problem in der Vergangenheit gehabt zu haben. Und einer von euch beiden hat sich aktiver als der andere dieser Sache gewidmet und versucht, eine Lösung zu finden. Dein Gegenüber schien offen gewesen zu sein für das, was du zu sagen hattest und hat es angenommen. Gleichzeitig, was auch immer du mit deinem Gegenüber geteilt hast, ich glaube, dein Gegenüber hatte im Kopf hier mit der Fünf-Schwerter-Energie, aus der dein Gegenüber kommt, noch eine Einstellung im Kopf, die ein bisschen pessimistisch angehaucht war. Hier war eine bisschen pessimistische Einstellung gegenüber der Herangehensweise vielleicht. Es ist sehr gut, dass du, was auch immer du mit deinem Gegenüber geteilt hast, dass du das mit deinem Gegenüber geteilt hast, obwohl das nämlich erstmal bei deinem Gegenüber nicht direkt Klick gemacht hat, ist mit der Zeit, die seitdem vergangen ist, weil ich glaube, für manche Stiere ist das schon eine kleine Weile her, manche Stiere sind noch gerade an der Schwelle dabei und überlegen, okay, gehe ich wirklich diesen Schritt und öffne mich, mache mich verletzlich, mache mich verwundbar, okay? An dieser Stelle kann ich nur sagen, von den Karten her, geh das Risiko ein und teile dich vom Herzen mit. Dein Gegenüber scheint nämlich offen zu sein und es scheint etwas in deinem Gegenüber auszulösen, was zu einer positiven Veränderung zeugt, hervorruft. Also es hat einen positiven Effekt für dein Gegenüber. Also schön und wichtig, dass du dich hier vom Herzen mitgeteilt hast. Dein Gegenüber erkennt nämlich oder hat erkannt dadurch die Richtung, in die ihr zusammen gehen könnt. War vielleicht für manche aus dem Stierkollektiv auch erstmal abweisend gegenüber der Konfrontation oder der Sache, die du klären wolltest. Aber es ist schön und wichtig, dass du dich eingebracht hast, weil eure Energie zusammen auch offen ist für alles mit dem Narren.
Und es scheint ein großes, happiges Kapitel zu sein oder ein großes Hindernis oder ein großes, was auch immer zwischen euch ist. Es scheint etwas großer zu sein und nichts, was einfach so weggeht. Ihr zeigt aber beide die Energie, dass ihr voranschreiten wollt und ihr zeigt beide, dass euch der Erhalt der Beziehung und das, was ihr habt, dass es euch beiden gleich wichtig ist, vier für vier im Erhalt, in der Beziehung und der Stabilität und dass ihr so diese Hürde überwinden könnt mit den vier Kelchen. Und dass ihr hier, glaube ich, auch neu zur Essenz zusammenfindet. Mit den 10 Münzen ist es auch schon viel Zeit, die mit euch mit einspielt. Und das ist auch ein stabiles Umfeld, in dem ihr schon seid. Und jetzt ist vielleicht auch der Zeitpunkt, all das, was euch umgibt, neu zu sehen für euch zusammen. Okay. Gut, Stier. Jetzt für dich. Wir fangen an bei den 5 Münzen. Also du hast aus deiner Perspektive heraus eine Veränderung wahrgenommen. Dir war eine Veränderung wichtig in Bezug auf die Liebe, in Bezug auf eure Zweisamkeit. Und ich sehe, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt es gab hier eine Veränderung der Dynamik. Vielleicht gab es Zeiten, an denen hast du dich mehr an deinen Menschen gelehnt. Dann gab es Zeiten, dein Mensch hat sich mehr an dich gelehnt. Es gab Zeiten, da konntet ihr einander richtig gut aushelfen. Dann gab es Zeiten, wo das vielleicht ein bisschen zur Last geworden ist. Und diese Dynamik, die schon ein bisschen abgelaufen war, die wolltest du hier verändern. Du brauchtest einen neuen Pep. Deswegen hast du dich eingebracht, 6 Stäbe gegenwartsorientiert und es scheint positiv sich für dich ausgewirkt zu haben. Okay? Hier ist so wie die schmerzhafte Komponente, das, was in der Veränderung war, diese Veränderung wurde überwältigt und das führt zu neuer Stabilität. Also hier ist so wie so die Nadel im Heuhaufen wurde gefunden für manche. Okay, so was sind also die 5 Münzen hier für dich in Bezug auf die Beziehung? Was ist jetzt wichtig aus der 5-Münzen-Energie? Okay, das war schon. Okay, starke Erinnerung daran, an das, was war, dass man das jetzt richtig ruhen lässt. Also die Vergangenheit ruhen lassen und neu wirklich sehen, wo ihr jetzt zusammen seid. Weil ihr hier auch mit der 6 und der 9 habt ihr sehr, sehr schöne Vollkommenheit zusammen. Mit der Nahenergie ist das ganz, ganz viel Frische, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Gegenwartsorientiert ist die Nahkarte die stärkste Karte. Du und dein Mensch. Hier du, ich sehe dich gerade in der weiblichen Energie und dein Menschen eher in der männlichen Energie. Kann auch umgedreht sein. Reverse Energies as it applies. Klar, mit dem Element Feuer. Jetzt, wenn man von den Zahlen ausgeht. Also es kann beides beides sein. Wahrscheinlich habt ihr auch beide Energien in euch. Auf jeden Fall deine feurige Energie. Und für dich ist es, glaube ich, gerade wichtig, so richtig schön diese feurige Momentenergie neu wahrzunehmen. Und für deinen Menschen ist es gerade auf irgendeine Art wichtig, sich zu erden. Okay, also. Anstatt uns mit der Vergangenheit jetzt zu befassen, weil ich glaube, das ist mehr oder weniger klar, 5-5 die Veränderung, im Überblick die 10, was ihr zusammen wollt, gehen wir jetzt nur auf die Gegenwart ein. Was ist also jetzt wichtig für dich aus der 6-Stäbe-Energie? Was klappt für dich so gut? Was hat für dich bisher so gut geklappt? Was ist jetzt wichtig aus dem Erfolg für dich? 6 Stäbe für Stier, Stier-Kollektivfrequenz. Was ist wichtig für Stier? Aus den 6 Stäben, hier auch 6-6-Energie, die Beziehung, das Zusammensein, die Familie, Geduld gleichzeitig auch, nicht jetzt nicht aufgeben, jetzt wo es gerade so gut geklappt hat, weiterhin bei der Sache bleiben. Sich vorbereiten und wappnen. Was kommt noch auf einen zu? So. Okay, was ist jetzt wichtig aus den 6 Stäben für Stier? 6 Stäbe Energie jetzt für Stier. Was ist das hier mit der Richtung? Was ist das hier für euch zusammen? Die 6 Stäbe für dich.
Der Magier. Starker Wille, jemand lernt hier flexibel zu sein. Noch zwei auf die sechs Stäbe. Ach, der Kelche. Der Mond. Okay. Mit den sechs Stäben habe ich hier gerade schon ein bisschen das Gefühl bekommen, als wäre das so eine Situation, dass vielleicht ab und an so sehr krass so euphorische Gefühle oder so sehr stark positive Gefühle so aus dem Nichts dich vielleicht leiten. Und es ist wichtig, jetzt auch vielleicht eine neue Balance zu finden und etwas hier in Ruhe einpendeln zu lassen. Irgendwas darf sich hier in Ruhe einpendeln und zur Ruhe kommen, richtig zwischen euch. Es gibt immer noch Fragen, die offen stehen und vielleicht ist eine Frage, die du dir lange gestellt hast, noch nicht ganz beantwortet. Hier mit dem Mond und dem Ast der Kelche und dem Magier. Es ist eine starke, starke Erinnerung daran, dass es vielleicht eventuell nichts bringt, diese Fragen weiterhin zu stellen. Das ist eine starke Erinnerung daran, sich jetzt einfach dem Fluss zu ergeben und dem ganzen Unberechenbaren, dem ganzen, was man nicht kalkulieren kann, dem ganzen Uneinschätzbaren, alles, was jetzt bisschen im Verborgenen auch liegt, alles, was du gerne wissen würdest, alles, worüber du vielleicht Klarheit hättest, das ist jetzt einfach, dass du Vertrauen neu in deine eigene Energie fasst, neu in deiner eigenen Energie findest, jetzt auch siehst, in was für einer neuen Kraft du bist und hier ganz, ganz stark mit dem Ast der Kelche dich mit deiner Liebe, deinem Herzen verbindest und einfach du richtig bist und auch siehst, was du hier krass Schönes mit deinem Menschen hast zusammen. Und was ist auch mit der Nahenergie in der geteilten Energie, was es doch auch für ein Abenteuer ist, dem ihr euch zusammen widmen und öffnen könnt und dürft. Gleichzeitig. Manche Stiere sind ja auch gerade getrennt von ihrem Menschen. Neuen Energie. Unabhängigkeit, neu im Zentrum deines Menschen. Vielleicht machen manche gerade eine Trennung durch und vielleicht kommt es jetzt gerade darauf an, auch in den Momenten, wo dein Mensch, deine Liebe woanders ist, trotzdem zu sehen, dass die Liebe deines Menschen auch in dir ist und mit dir ist. Also hier ist so eine Übertragung von irgendetwas. Okay. Für deinen Menschen, was sind die neuen Münzen im Zentrum? Das ist stabile Energie, das ist Energie, die vielleicht auch von Zeit zu Zeit ein bisschen unflexibel war. Das ist gleichzeitig auch, dass man jetzt vielleicht reif und bereit für etwas ist. Was sind die neuen Münzen hier? Die neuen Münzen für Stiers Mensch. Du zeigst die 6, dein Mensch zeigt die 9. Zusammen ist das schöne Vollkommenheit. Mit den 4 Kelchen hier wieder. 8 Stäbe, Skorpion. Was lauert da vielleicht noch? Auch mit dem Mond. So ein paar Komponenten vielleicht erahnst du irgendetwas, du hast irgendetwas erahnt. So, für Stiers Mensch bitte einmal die 9 Münzen. Für Stiers Mensch einmal die 9 Münzen bitte. Für Stiers Mensch die 9 Münzen, gegenwartsorientiert. Okay. So, jetzt dein Mensch. So. Hohepriesterin, die Welt, die Königin der Münzen. Oh, wow. Sehr starke Energie, sehr große Energie,
sehr mächtige Energie, sehr entwickelte Energie, sehr selbstständige Energie, sehr eigene Energie, geschlossene Energie, empfängliche Energie. Ich sehe einen Neubeginn und ich sehe ein Ende. Und ich sehe jemanden mittendrin. Ich sehe für diesen Menschen vieles, was sich gerade entfaltet und entwickelt, und ich glaube auch so auf ganz, ganz so tiefer Ebene. Und es kann sein, auch mit der 5-Schwerte-Energie. Ich glaube, diese Beziehung zu dir ist für diesen Menschen ein sehr starker, stabiler Halt. Und hier ist noch so ein Flair von, dass sich vielleicht ab und an dein Mensch etwas alleine fühlt, gleichzeitig. Und ich glaube, das könnte auch ein Grund sein, warum vielleicht, das ist, glaube ich, auch das mit der Energie, du kommst aus der 5-Münzen-Energie. Ihr seid sehr verschmolzen miteinander auf eine Art. Und ich glaube, was in deinem Menschen vorgeht und warum es manchmal zu diesen Anspannungen kommt, dein Mensch hat in sich mit der Hohepriesterin der Welt und der Königin der Münzen etwas, dass dieser Mensch noch für sich alleine regeln und erkennen darf. Und das ist so wichtig, damit für das Zusammenkommen, dass für erstens für die Präsenz dieses Menschen, dass dieser Mensch irgendwie neu präsent ist und dass weil hier ist so ein, dass dein Mensch sich ein bisschen so alleine fühlt oder so, es ist nicht mal lost fühlen, es ist wirklich so einfach so viel, was in diesem Menschen vorgeht und was dieser Mensch vielleicht selbst noch nicht richtig versteht. Und das ist so ein Zyklus, der sich gerade für diesen Menschen entwickelt bzw. abläuft. Die Schwerter umgedreht. Tiefes wird erkannt für diesen Menschen. Du darfst jetzt sehr stark vertrauen und weitermachen. Die Nahenergie in der geteilten Energie für diese beiden bist du im Split mit frische Leichtigkeit, Page der Stäbe. Hier ist noch was. In deinem Menschen. Ich glaube, dein Mensch. Ich weiß nicht, ob das dein Mensch richtig weiß oder nicht. Aber ich glaube, dein Mensch braucht aktuell sehr viel Zeit für sich selbst, um dieses ganze Neue. Wunderbare, wunderschöne, richtig zu kennen, okay, richtig zu erkennen und selbst auch zu sehen. Und du bist ja auch noch dabei, etwas richtig zu verstehen über deine Kraft als Magier, über deine Kraft, über die Kraft deines Herzens und wie du dein Leben lebst und erschaffst. Mit dem Mond und dem Magier und den 6 Stäben, das, was du möchtest, wie du es erschaffst, wie du es erzeugst. Manche Stiere sind getrennt gerade. Okay. Hier war nochmal die Kraft, Löwe-Energie, da ist auch der König der Stäbe. 8-8, was wird nicht gesehen? Es ist mehr als nur das, es geht hier richtig um das Herz und
eine Entscheidung, das Gericht, sich für jemanden zu entscheiden in der Liebe. Okay, was zeigt der Narr hier bitte für Stier und Stier ist Mensch? Was zeigt der Narr hier für euch beide? In welche Richtung geht das zusammen? Was wollt ihr für die Zukunft? Du scheinst dir klar darüber zu sein, in welche Richtung du möchtest, sehr, sehr stark. Und vielleicht stand eine Zeit lang in Frage, ob es wirklich dieser Mensch ist, der dich begleitet. Und ich verstehe warum, weil dieser Mensch, vielleicht weiß dieser Mensch gerade selbst noch nicht richtig, wo dieser Mensch richtig hin möchte. Weiß vielleicht einfach nur, dass es mit dir sein soll. Denner. Drei Stäbe, das ist die Teilung, der Gehängte, Perspektive, der Turm. Aha, was? Okay, man kann jetzt, okay, neun. Anspannungen, das ist die Spannung, die gelöst wurde bereits. Und das ist wichtig, dieses, was gelöst wurde, jetzt glaube ich auch deinem Menschen richtig den Raum zu geben, um das alles so zu erkennen und zu verarbeiten. Der Narr in der geteilten Energie mit dem Gehängten und den drei Stäben. Vielleicht für manche Stiere, die aktuell getrennt sind von ihrer Liebe, ist es immer noch so, dass die Trennung anhält. Es ist wichtig, den Raum zu lassen, den Raum zu erschaffen für dich selbst. Ich sehe, dass es für dich immer noch auch vieles gibt, was immer wieder vielleicht neu an die Oberfläche kommt. Für den Menschen ist diese Zeit wichtig. Der Turm der Nah mit der Mäßigkeit hier. Das hier ist jetzt sehr allgemeine Energie. Das geht in sehr viele verschiedene Richtungen, jetzt auch aus dem Stierkollektiv. Deswegen schau bitte, wie es genau für dich passt. Es ist eine Kollektivlegung, also ja. Für manche geht es hier stark in die Richtung, man realisiert ganz klar, dass man weiß, in welche Richtung man möchte und dass man erkannt hat, dass es mit diesen Menschen hier aus der Vier-Kelche-Energie auch, dass es einfach nicht mehr weitergehen kann. Vielleicht irgendwann, dass man, vielleicht habt ihr, wir hatten auch den Page der Stäbe gesehen, vielleicht haben manche Kinder zusammen und es ist so eine Sache, okay, für das Kind, für die Kinder kommt es hier zu einer neuen Balance und zu einem neuen Gleichgewicht. Dann ist es so eine Sache. Für andere ist es so, ich weiß, in welche Richtung ich in meinem Leben will. Und dieser Mensch ist gerade ganz woanders. Und es hindert euch nur noch daran, wenn ihr wirklich zusammenbleibt. Für andere ist es so, dass man sich hier in Leichtigkeit auf etwas Neues einlässt und gar nicht mehr versucht, irgendetwas mit diesen Menschen zu planen, sondern sich einfach nur auf das, was gerade ist, neu einlässt komplett, weil auch die eigene Energie irgendwie neu erkannt wurde und auch erkannt wird, wo dieser Mensch gerade wirklich ist. Mit dem Turm und dem Narren und dem Gehängten sind das auch so viele, viele Wege, die möglich sind. Du bist in der Magier-Energie mit deinem Herzen und mit dem Mond. Also, wie gesagt, vieles jetzt einfach annehmen. Empfänglich sein auf deine eigene Art und nicht so viel in Frage stellen, weil es jetzt auch keinen Sinn ergibt, so viele Fragen zu stellen, weil mit dem Mond ist einfach vieles noch im Verborgenen. Ein riesiger Zyklus mit der Welt und der Hohepriesterin in der Neun, im Abschluss für den Menschen und viele Komponenten auch so. Es könnten so Überraschungen sein, es könnte Leichtigkeit sein. Mit den drei Stäben ist das nämlich immer noch Wärme, die hier auch im Spiel ist zwischen euch, in eurer Dynamik. Hier, 6, 7. Für manche die Trennung und dass etwas abgewehrt, abgehalten wird. Immer noch so ein bisschen vielleicht eine Art von Herzverschlossenheit und für andere neue Erkenntnis in Fülle und Vollkommenheit. 6 Stäbe. Okay. So, 4, 4 und dann der Teufel. Was ist jetzt noch wichtig aus dieser Energie? So. 4. Okay, so. Wir fangen jetzt an bei der geteilten Energie. Beziehungsweise machen da weiter.
und ziehen jetzt für den Teufel. Was bringt der Teufel hier ans Licht? Was bringt der Teufel hier ans Licht? Mit dem Turm und dem gehängten Narren ist das stark die Energie von etwas kommt ans Licht. Etwas kommt an die Oberfläche, wie auch aus der Mondenergie schon. Kommunikation und Anspannungen. Abwehrmechanismen, über die du dir sehr bewusst bist in eurem Zusammenspiel. Auch vielleicht etwas wieder mit Familie, 10 Kelche hier beim Mischen, die Welt, Angewohnheiten, Zyklen, das Ende, das naht. Von einem Zyklus. Die Frische, die wartet. Okay, so, der Teufel, was zeigt der Teufel hier für Stier und Stiers Mensch in der geteilten Energie? Was kommt hier ans Licht für diese beiden? Was kommt hier ans Licht für diese beiden? König der Kelche, okay. Skorpion habe ich gerade schon durchgefühlt. Ist immer lustig mit Skorpion-Energie, wenn man die irgendwie fühlt, bevor sie fällt. 2 Münzen. Oh, 2 aus Versehen gezogen. König der Münzen und 5 Münzen. Das bist zurück du. Okay, ich sehe deinen Menschen hier als Heavy-Fühler, als Wasserzeichen. Für manche kann es safe auch ein Feuerzeichen sein. Ich sehe auf jeden Fall, also du bist hier gerade, ich habe aus Versehen 2 gezogen und direkt hier auch aus der Energie, aus der du kommst. Das ist auch bewusst, dass du dir bewusst bist oder neu bewusst darüber wirst, aus was für einer Energie du kommst oder was du mitbringst in diese Beziehung, für diese Beziehung, in eure Dynamik, neu über deinen Standpunkt vielleicht klar wirst, der Teufel, wie etwas ans Licht kommt, vielleicht deine Abhängigkeit von irgendetwas oder dein starkes irgendetwas auch mit dem Vertrauen und mit dem Verlassen. Vertrauen und Verlassen vielleicht generell auch als große Punkte an diesen Menschen, für diesen Menschen, was dieser Mensch tragen kann, was dieser Mensch ertragen kann, was dieser Mensch halten kann, was ist wirklich wichtig für dich, was sind wichtige Schritte für dich selbst, was bringt dich jetzt voran, viel in eurer Unabhängigkeit neu, vielleicht auch nur euch zusammen neu bestärkt sehen in der Unabhängigkeit des jeweils anderen, also wie hier auch Wege zusammengegangen werden. Und dann sehe ich hier für deinen Menschen die 2 Münzen mit dem König der Kelche. Tiefes Gefühl und genau das meine ich mit, dass dieser Mensch in sich gerade den Raum und die Zeit braucht, um diese großen Prozesse zu verstehen, weil das ist die Hohepriesterin mit der Königin der Münzen. Das ist so feinfühlige, wunderschöne, tiefe Herzensenergie, die auch sehr so stabil ist. 9 Münzen, Ass der Münzen hier für Erhalt. Sehr, also ich sehe stark die Kraft zwischen euch und stark auch die Liebe. Und es ist gleichzeitig so, dass dieser Mensch auf eine Art selbst noch nicht darauf klarkommt, wie tief die Dinge gehen oder wie dieser. Es ist ein bisschen vielleicht auch so gerade, als würde dieser Mensch neu gerade lernen zu leben auf der Welt. Mit der Königin der Münzen ist es auch immer ein bisschen so. Die Königin der Münzen hat ein Baby in der Hand und dann die Welt und dann in der neuen Energie, dass dieser Mensch vielleicht auch vor kurzem irgendwie auch mit dem Turm so eine Transformation durchgemacht hat auf eine Art. König der Kelche, Skorpion-Energie tief auch, also auch die Fähigkeit, dass du hier dein Glauben, ich sehe stark dein Glauben, dass du daran glaubst, dass dein Mensch hier irgendetwas schaffen kann. Und ich glaube, es kommt darauf an, dass du deinem Menschen die Wahl lässt und das offen hältst, dass dein Mensch sich hier auch für dich entscheiden kann. Und dann hier, du musst hier, glaube ich, auf eine Art was loslassen, weil von dir, für dich geht es von der 5 zu 4. Du lässt hier was los und vertraust neu auf dein Herz, in deine eigene Energie. Der Magier, die erste Karte, die 1-Energie. Guck mal, und für deinen Menschen die Welt, die letzte Karte, und dann kommt direkt danach. Also das ist hier, dass du dich vielleicht neu in dir selbst siehst, deinem Menschen die Zeit und den Raum gibst, sich für sich neu zu erkennen und einen Zyklus hier noch abzuschließen, nur für sich selbst, und dass ihr euch dann dem ganzen Potenzial auf eine neue Art öffnet, weil hier vieles für euch möglich ist, weil die Liebe offensichtlich da ist. Aber es ist halt noch ein bisschen mehr als nur, dass irgendetwas da ist oder so. Also da kommen so diese ganzen anderen Ebenen der Welt auf der Erde noch so ins Spiel. Und vieles darf hier, glaube ich, so für euch passieren. Und es ist wichtig, dass der Mensch diese Wahl aus freier Hand trifft für dich.
Also für euch beide. Und ich sehe ja auch mit den vier Stäben, 4 auf 4, dass ihr das Ziel beide gleich vor Augen habt. Hier ist irgendwas halt mit dem Raum und das vielleicht neu ans Licht kommt, wie woran es vielleicht gescheitert hat oder so in der Vergangenheit. Ja. Und ich glaube, das ist es.